Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Grim Fandango. Oh mein Gott, ich bin mir sicher, dass wir bald echt Probleme haben werden hier an diesem Ort, weil hier sind so viele Anlaufstellen. Ich werde wahnsinnig werden. Aber als erstes gehen wir mal zu Chinchilla Charlie und gucken mal, was der vielleicht für uns fälschen könnte. Beziehungsweise, weiß ich auch nicht, ob teilweise vielleicht neue Dialoge dazu bekommen sind. Zum Beispiel dadurch. Ich habe eine Nachricht von Lola für dich. Oh. Lola? Ja, Moment. Wo hab ich sie nur? Wo ist sie denn? Oh, hier. Nein, Moment. Mist, ich habe ein völlig neues Nachrichtenverwaltungssystem. Ich muss nur hier. Nein, doch nicht. Moment. Oh. Sei still. Hier ist sie. Moment mal. Die ist ja leer. Da war was drin. Es fühlte sich wie ein Schlüssel an. Ein Schlüssel? Ja, aber anscheinend hat jemand den Schlüssel gemopst, während ich die Mäntel sortiert habe. Wer würde denn sowas tun? Sie haben mein ganzes System durcheinander gebracht. Oh Mann, oh, na super. Und du hast meinen Schlüssel verloren. Das ist viel schlimmer. Woher kriege ich jetzt meinen Schlüssel? Hi, Manny. Okay, zurück an die Arbeit. Okay. Hier ist also ein Schlüssel verloren gegangen. Mir scheint, Loop ist wieder ein klein wenig durchgeknallt. Das ist ja doof. Wer könnte das gewesen sein? Wie kann man denn jetzt ins Casino? war das die Treppe hoch oder die Treppe runter? Es sind einfach zu viele Orte. Ah, nee, hier war der Balkon. Da müssen wir ja nicht... Ich guck noch mal, aber... Oh, hier war ich noch nicht. Oh, Gott sei Dank, habe ich hier geklickt. Meine Kriegskorrespondenz von Salvador. Er hat mir das ganze letzte Jahr über solche Nachrichten geschickt. Agent Calavera, ich habe erfahren, dass du sicher in Rubacava angekommen bist. Das ist sehr erfreulich, da du nun wieder für das ZVS arbeiten kannst. Ich freue mich, dir das erfolgreiche Schlüpfen der von dir befreiten Eier melden zu können. Die Küken, die Eva auf die Namen Manny und Mechi getauft hat, sind gesund und begierig, unserer Sache zu dienen. Mit etwas Glück wird dir die nächste Botschaft auf den zarten Schwingen der Wahrheit übermittelt. Im Namen der Revolution, Salvador Limones. Ich hab's noch nicht ganz gelesen, aber vielleicht später. Hä? Aber er hat's doch eben gelesen. Okay, wir haben also auf jeden Fall hier ein Schriftstück jetzt noch dabei. Was kann das bringen? Eigentlich nicht so viel, oder? Ist wie mit dem Auftrag, den wir da einmal gekriegt hatten. Ich glaube auch nicht, dass der so... Ah, schlafen. Um Albträume von Spinnen und Bibern zu haben. Oh. Lieber nicht. Ich könnte mein Schiff verpassen. Ich verrücke keine Möbel, solange ich meinen Smoking trage. Okay, was haben wir denn hier noch? Oh, vielleicht kann man den Stift da mitnehmen. Einmal drumherum um den Schreibtisch. Ah, die Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies und Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Hä? Ich kapiere das, glaube ich, gerade nicht ganz. Le temps. Rouge, Père passe. 30, Rot. Die Bank salt. La Bank paye. Okay. What? Kann ich auch... Mesdames, Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies und Gentlemen, Ihr Einsatz bitte. Mesdames, Messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies, keine Einsätze mehr, bitte. Aber... Oh, da hat sich die Zahl eben verändert. Und? Hat das wer? What? Ich kapiere das nicht. Okay, wir müssen es jedenfalls merken. Aber so richtig klar war mir eben nicht. Klar, wir können bescheißen, aber was bringt das? Mit welchem Zweck bescheißen wir? Da muss ja irgendein System hinter sein, sonst haben wir ja nichts davon. Und vor allem, wozu wollen wir es tun? Ja, höchstens um irgendwas abzukassieren, aber was? Das ist alles sehr verwirrend. Sehr, sehr verwirrend. Hier sind so viele Möglichkeiten. Ich bin eben mit Domino und Meche aneinander geraten. Wir verlassen die Stadt. Wie? Domino hat Meche. Wir werden ihnen heute Nacht folgen. Was soll ich tun? Du wartest hier, bis ich ein Boot besorgt habe. Ihr warten. Verstanden. Okay. Klingt gut. Ich weiß. Sehr gut. Ein hervorragender Plan. So, dann gucken wir doch mal bei Mr. Chinchilla Charlie.
Wir hätten da ein paar Dokumente, die wir gefälscht brauchen. Manny? Kannst du mir ihre Gewerkschaftsausweise machen? Manny, drehst du jetzt total durch? Oder willst du einfach mal mit Matrosen abhängen? Kannst du oder kannst du nicht? Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mein Geld von Maximino zurückholst, mache ich dich zum Präsidenten der Gewerkschaft. Ich will nicht Präsident werden. Und wieso hat Max dein Geld? Ich habe letzten Monat einen ganzen Koffer Geld als Einsatz für eine Bombenwette dagelassen. Das Ergebnis des Rennens stand vorher schon fest, Manny. Sie haben mir mein Geld regelrecht geklaut. Hier, nimm die VIP-Eintrittskarte. Ah. Damit kommst du in die High Rollers Lounge. Mich lassen sie da nicht mehr rein. Irgendwo im Weinkeller steht ein Safe. Und darin müsste mein Koffer sein. Und kannst du mir heute Abend noch so einen Ausweis besorgen? Wenn du zurückkommst, Manny, liegt der Ausweis auf dem Tisch. Cool, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Ja, dann war es das wohl erstmal, weil er macht uns ja keinen. Können wir mit dem noch irgendwas besprechen? Alles okay hier unten? Nun, ich werde noch mehr Chips brauchen, wenn Monsieur Lucky nicht bald geht. Ach so, ja, den will er ja gerne loswerden, den Monsieur Lucky. Mesdames, Monsieur, faites vos jeux, s'il vous plaît. Ladies and Gentlemen, Ihr Einsatz, bitte. Ich guck mal kurz, ob man was beobachten kann, aber eigentlich sieht man nichts. Naja doch, aber keine Mesdames, Ahnung. Mesdames, Monsieur, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Ladies and Gentlemen, nichts geht mehr. Keine Einsätze mehr, bitte. Jetzt dreht er das und dann kann ich es beeinflussen. Aber wenn ich nicht weiß, was ich will, dann kann ich es auch nicht sinnvoll beeinflussen. So gruselig, wie er sich eben gedreht hat. Alles okay hier unten? Nun, ich werde noch mehr. Okay. Auf jeden Fall kommen wir jetzt in die High Rollers Lounge. Das sollten wir natürlich ausnutzen. Indem wir hier lang gehen. Oh mein Gott, mich hier immer jetzt zurechtzufinden, das kann ja lustig werden. Der verflixte Schlüssel ist hier auch verschwunden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Irgendwo muss der noch sein. So, dann gehen wir mal hier lang. Ich würde gerne einmal nur ausprobieren, was ist, wenn man hier lang geht. Kann zwar sein, dass wir wieder runterfallen. Ah, da ist das Teil. Wow, die Sterne sind so schön. Oh. Ungeheuerlich. Wie lange hat der Rabe schon da gesessen? Lola, Lola, wo bist du? Wo bist du, Lola? So, na gut, hier ist scheinbar sonst nichts weiter. Also geht es, wie kommen wir denn hier lang? So. Da hinab, da um die Ecke. Ist ein bisschen Wege, ne? Ich finde immer gut, wenn man so Doppelklick macht, wenn so ein Pfeil ist, dass man dann so quasi teleportiert wird. Das finde ich immer super. Dass man ein bisschen schneller vorankommt. So, hier ist die Gefängniszelle. Irgendwer wird da bestimmt noch eingesperrt irgendwann. Hoffentlich nicht wir, aber ich glaube es nicht. Also, dann über die Brücke rüber. Meine Güte. Und noch weiter über die Brücke rüber. Na? Lauf! Renn, mein Junge, renn! Du schaffst es. Ist schon imposant, das Teil, ne? So, ich glaube die Treppe... Nee, nicht die Treppe hoch, das war da drin. Die Treppe war die Dame, die mit dem Metalldetektor gearbeitet hat. Da, da entlang. In das Ding, genau. So, ich darf jetzt rein. Tut mir leid, Monsieur, aber... Hier ist mein Pass, Jean-Claude. Und jetzt mach die Klappe zu und fahr los. Oui, Monsieur. Eigentlich heiße ich Raoul. Okay. Oha, noch mehr zu untersuchen. Scheiße. Wir kommen hier überall lang. Ich gehe erstmal da. Das scheint die Küche zu sein. Aha. Er rollt ein Fass da rein. Weg ist er. Was sind das für... Achso, das ist Musik. Ich habe den Verdacht, dass da der Wein rauskommt. Wartet. Ich hab's gleich. Oh, upsi! Was machen Sie da? Ich wollte etwas Wein. Sehen Sie nur, was für ein Chaos Sie da angerichtet haben. Raus, ihr! Hey, und was ist mit meinem Wino? Keine Selbstbedienung. Sie müssen warten, bis ich zu Ihnen komme. Ich warte mal kurz. Und jetzt gehe ich wieder rein. Der kann mich nicht ablenken.
Was ist mit dieser Leiter? Kann ich da oben rauf? Ja, tatsächlich. Oh. Okay. Mal schauen, was da oben ist. Sieht wie die Vorratskammer aus. Ach so, das, was unter uns ist. Dieses Fass ist auch von oben versiegelt. Versiegelt. Kein Problem für uns, denn wir haben... irgendwo... Ich öffne es lieber nicht, solange es voll ist. Dadurch könnte ich eine Menge Wein verschütten. Ach so, okay. Ich weiß... Ach so, klar, wenn wir dann da reingehen, werden wir irgendwann reingerollt in den Aufzug und kommen wohin auch immer. Ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwohin gelangen wir dann wohl. Hm, aber es ist noch Wein drin. Okay, aber solange der Typ immer wieder kommt und uns stört, können wir den Wein nicht komplett ablassen. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie Dosen mit, nun ja, Dosenfleisch. Ich hoffe, dass die hier nicht die alten Rennkatzen entsorgen. Ich brauche kein Katzenfleisch. Ich brauche kein Katzenfleisch. Schauen wir mal, ob da am Schrank... Oh, guckt mal da. Sieht wie die Vorratskammer aus. Hm. Da können wir uns doch mal bedienen. Das hebe ich nicht auf. Ach, da können wir uns verstecken. Nehme ich jetzt mal an. Ich probier's mal. Ja. Oh, oder wir können halt einfach rein. Oder oben. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch oder was auch immer das ist. Was war das denn eben? Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch oder was auch immer das ist. Hier ist ein Abfluss. Ich guck nur gerade, wo er hinguckt. Jetzt guckt er doch nach unten. Da sind noch mehr Dosen mit Katzenfleisch oder was auch immer das ist. Okay. Da ist ein Abfluss. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch um die Ecke laufen wird. Das läuft schon da entlang. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen draußen bleiben. Entschuldigung. Ich wäre nicht da reingekommen, wenn die Bedienung etwas flotter wäre. Wir bräuchten einen Schlauch. Dann könnten wir das da irgendwie... Also irgendwie müssen wir das umleiten, dass das da reinfließt. Nee, wir haben da noch nichts. Bestimmt kriegen wir da noch was, was da funktioniert. Aber wir haben ja schon eine Vorstellung. Ach ja, hier war ja noch was. Das ist, glaube ich, eine riesige Pipette. Sieht aus wie eine große Pipette. Ja. Nehmen wir. Geil. Wir haben jetzt eine Pipette. Die ist leer. Aber da werden wir schon irgendwas reinpacken. Aber Wein wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich probiere es einmal, aber ich glaube es eher nicht. Dann müsste ja... Na, wo ist jetzt die Pipette hin? So. Wo war denn Wasser irgendwie oder irgendwas zum Einsaugen? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay, dann nicht. Wo war denn was? Vielleicht... Oh. Der Typ hat seinen Schönheitsschlaf wirklich dringend nötig. Der Arme. Aufwachen! Hey, ich versuche hier etwas zu schlafen. Tut mir leid, lass dich nicht stören. Bin gleich wieder weg. Wohin? Zum Fahrstuhl. Das bezweifle ich. Abwärts? Möglich. Später. Kann ich nicht runter in den Keller? Das ist ein Weinkeller. Der Wein kommt darunter. Du nicht. Könntest du mich jetzt runterbringen? Oh, ganz sicher könnte ich sie runterbringen. Ein Schlag und sie wären unten. Aber ich darf keine Gäste mehr hauen. Mit dem Fahrstuhl. Ich möchte im Fahrstuhl runter. Im Fahrstuhl? Das ist wahr. Da drin sieht's keiner, wenn ich sie verdresche. Aber Ärger kriege ich trotzdem. Warum darfst du keine Gäste mehr schlagen? Eben, das macht doch keinen Sinn, oder? Mach einfach nur die Fahrstuhltür auf. Dann würde man doch sehen, wie wir uns prügeln. Oh Mann. Ich will mich nicht schlagen, ich will nur den Fahrstuhl benutzen. Feigling. Wie wär's mit Bestechung? Schauen Sie mich an. Was wollen Sie einem bieten, der schon alles hat? Hey, lass uns den Kellner verprügeln. Keine schlechte Idee, aber er ist neu. Gib ihm eine Chance. Okay. Nacht. Okay, an dem beißen wir uns die Zähne aus. Ich merk's schon. Das hier scheint der Knopf das zu sein. Das ist der Knopf für den Fahrstuhl. Hey! Oh, Entschuldigung. Ich versuche hier etwas zu schlafen. Okay, Nacht. Da kann ich... Ah, nee, ist schon klar, Ich darf nicht, Ich versuche... Ich darf nicht. Hier in den Kisten scheint auch nichts zu sein. Okay, Rätsel ist verbucht im Kopf. Hey, was sitzt der hier denn so lässig rum? Was soll das?
Na, wieder viel zu tun? Der macht einfach nichts, ist ja dreist. Hier schön am Rauchen, aber um uns kümmert er sich nicht. Oder geht's ja auch noch lang? Mein Gott, eine riesige Katzenstatue. Wartet, ich geh mal so. Wer braucht schon eine riesige Katzenstatue aus 24 Karat Gold? Ah, abgesehen davon, wer braucht schon Katzen? Er mag Katzen wirklich nicht. Braves Kätzchen. Man würde es bemerken, wenn ich damit rausgehe. Das denke ich auch. Das ist ein bisschen groß. Wer ist das hier denn? Junge, dieser Nick kommt echt in der Weltgeschichte rum. Nick Virago, seit wann arbeitest du in der High Roller Lounge? Ich hätte erwartet, dass Maximinus Privatanwalt eine eigene Kanzlei hat. Habe ich auch. Aber da serviert mir keiner die Drinks. Hast du da etwas Lippenstift, Loverboy? Den habe ich schon beseitigt. Und dasselbe könnte ich jederzeit mit dir machen, Calavera. Oh, der Schlüssel! Der ist meiner! Du hast ihn mir geklaut. Gib's zu. Also ich an deiner Stelle würde die Klappe halten. Jetzt liegt's da. Das ist unser Schlüssel. Nick, ich brauche einen Anwalt. Bist du in Schwierigkeiten geraten, Calavera? Nein, wir brauchen nur jemanden, den wir im Hotelpool ersäufen können. Sehr witzig. Hey, halt! Ich will noch mehr reden. Bin heute noch nicht fertig betrogen, mit dir. Betrogen, Nick? Nee. Virago, ich brauche wirklich einen Anwalt. Was ist denn nun schon wieder, Calavera? Irgendjemand behauptet, dass meine Roulette-Tische manipuliert sind. Aber deine Roulette-Tische sind doch auch manipuliert, oder? Sicher. Deswegen brauche ich ja auch einen Anwalt. Brauchst du einen einfachen Anwalt oder einen Star-Anwalt? Einen Star-Anwalt. Irgendeinen Star-Anwalt oder den Besten? Der Allerbeste ist gerade gut genug für mich. Und wer, Calavera, meinst du, ist das wohl? Wer würdest du sagen, ist der beste Rechtsanwalt im ganzen Reich der Toten? Natürlich du, Nick! Der beste Anwalt wäre wahrscheinlich ein toter Anwalt. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Das bist du, Nick. Exakt. Und genau deswegen arbeite ich gegen fürstliche Bezahlung, exklusiv für Maximino. Also, Scheiße. Es tut mir leid, aber ich mache keine Gelegenheitsarbeiten. Hey! Heute schon betrogen, Nick? Nee. Na, mit den Kätzchen alles schön legal? Ja, sie halten sich ausgesprochen sauber. Wer ist dein Favorit im vierten Rennen? Also, da ist diese weißpfotige Mieze in Box 2. Die könnte schnell sein. Allerdings hat sie eine leichte Augenentzündung. Aber du denkst, sie kann es trotzdem schaffen, stimmt's? Nein. Das Triefauge wird verlieren. Aber man weiß ja nie. Und dann mache ich ein Vermögen. Ich muss es einfach mal sagen. Ich hasse Katzen. Ich auch. Aber sie halten den Laden hier in Schwung. Mal gucken, was passiert, wenn ich nochmal auf den Anwalt. Einen Anwalt. Tja, mein Terminkalender ist voll. Was machst du jetzt? Ich frage Max, ob ich dich ausborgen kann. Ich könnte dir mehr zahlen als er. Ich könnte dich mit einer Waffe dazu zwingen. Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. Ich könnte Max von dir und Olivia erzählen. So eine Behauptung könnte einen Mann wie Max ein wenig in Rage bringen. Besonders, wenn der Verräter keinen Beweis hat. Max und ich sind Freunde. Er wird mir glauben. Die Leute glauben, was sie glauben wollen, Calavera. Und ich will glauben, dass du klug genug bist, keine dummen Gerüchte in die Welt zu setzen. Ich muss mal kurz mit Max sprechen. Und ich hoffe, wenn ich zurückkomme, bist du weg. Denn dein Anblick macht mich krank. Lass das Ding da. Ja, er hat's da gelassen. Her damit. Das ist meins. Oh Mann, das gibt garantiert Ärger. Egal. Dein Schlüssel. Da drin klappert etwas. Es gibt garantiert irgendwo ein Geheimfach, aber ich kann nichts entdecken. Ich krieg den Teil, in dem ich den Schlüssel vermute, nicht auf. Scheiße. Und nun? Einfach einpacken. Das ist immer noch die beste Lösung. Ich weiß auch nicht. Wie könnten wir das herausfinden? Wir müssten wissen, was für ein Trick dahinter steckt. Sonst kriegen wir es wahrscheinlich auch nie auf. Okay, da geht's wieder, aber ich glaube, da kommen wir wieder. Da ist aber auch noch ein Weg.
Das ich glaube nicht, dass es klug ist, in Max' Büro reinzuplatzen, solange er mit Nick spricht. Okay, und was ist hier? Okay. Also geht's da, da. Und da geht's nach oben. Was ist denn da? Oh, ach so. Da oben ist doch gar nichts, oder? Oh, doch, hier ist durchaus etwas. Ich gehe mal hier rüber. Aber da ist nichts. Hä? Irgendwelchen Sinn muss das doch hier haben. Ah, halt. Rennergebnisse. Ich habe die Fernbedienung nicht. Im Übrigen gibt es hier bestimmt keinen anderen Sender. Hm, komischer Ort hier oben. Vielleicht kann man da später noch was machen. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Grim Fandango wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.